Herzliches Grüß Gott heute zu Maria Lichtmess, 2. Februar. Es sind 40 Tage nach Weihnachten und damit endet auch der Weihnachtsfestkreis im Kirchenjahr. 40 Tage, das war immer die Zeit, wo jüdische Frauen, wenn sie geboren haben, zu Hause geblieben sind und erst wieder nach diesen Tagen in die Öffentlichkeit gegangen sind und eben auch wieder Gottesdienst gefeiert haben in der Synagoge. So eben auch Maria, die Mutter von Jesus. Das Wort aus dem Alten Testament für den heutigen 2. Februar 2021 steht beim Propheten Jesaja, also beim Deutero-Jesaja, beim 2. Jesaja im 55er Kapitel. Das Buch Deutero-Jesaja geht von Kapitel 40 bis 55. Wir sind also am Ende dieses Propheten mit Namen Jesaja, der dem Volk verkündet, ihr kommt wieder nach Hause. Es wird eine Prachtstraße durch die Wüste führen und ihr kommt aus dem Exil wieder zurück in eure Heimat. Und ganz am Ende eben seines Buches, dieses 2. Jesajas, kommt noch einmal Gott zur Sprache und Gott sagt, also überhaupt Kapitel 55 würde ich euch empfehlen zum Lesen, Gott sagt, vorne dran, ein Vers vorne dran, einen schönen Vergleich, so wie der Regen und der Schnee vom Himmel auf die Erde fällt und nicht normal wieder dahin zurückkehrt, sondern tränkt die Erde und macht sie fruchtbar, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Und dann der Vers für den heutigen Tag, Vers 11 aus dem Kapitel 55, wo Gott spricht, mein Wort wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also Gottes Wort wirkt. Da, wo es hin soll, wirkt es. Und manchmal wirkt es auch Wunder. Das sagt nämlich das 2. Wort aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte genommen. Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 29 und 30, wo Petrus bittet, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und zwar sind wir in einer Situation, wo die Apostel schon, wir würden heute sagen, zur Polizei zitiert worden sind. Sie mussten zum Hohen Rat gehen und sich erklären und man hat sie verwarnt, dass sie nicht mehr im Namen Jesu reden sollen und predigen sollen und vor allen Dingen auch keine Wunder wirken sollen, weil da waren schon einige Taube wieder hörend geworden und andere, die nicht gehen konnten, liefen schon wieder davon. Und die Apostel sagen, ihr könnt uns alles Mögliche für Strafen aufpumpen, aber wir können nicht das einstellen, dass wir von Jesus reden, weil wir davon erfüllt sind und voll sind. Und man ahnt schon natürlich, dass die Gemeinde gefährdet ist. Und dann aber diese Bitte, trotzdem, dass Gott weiterhin bei ihnen ist. Und dann heißt es, und es bewegte sich der Raum, wo sie gewesen sind und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist. Ja. Gottes Geist, Gottes Wort kommen immer wieder und kehren nicht leer zu ihm zurück, sondern werden in seinem Sinne hier bei uns wirken. Das ist die Zuversicht für den heutigen Tag. Alles Gute.